Chatbots und welche Steuerungsprobleme tauchen denn eigentlich auf? Und Grundlage ist das gerade schon erwähnte Gutachten, was Sie auch auf einer Webseite finden. Da gibt es auch noch weitere Informationen dazu. Ja, also das Ernährungssystem, wenn man die FAO, also die Weltlandwirtschafts- und Ernährungsorganisation nimmt, dann definiert sie das Food System, wie das ja Englisch heißt, alle Elemente, also das heißt, das ist jetzt hier mal nach meiner eigenen Übersetzung, Umwelt, Menschen, Vorleistungen, Prozesse, Infrastruktur, Institutionen und Aktivitäten, die mit der Produktion, der Verarbeitung, der Verteilung, der Zubereitung und dem Verzehr von Nahrungsmitteln verbunden sind. Einschließlich der Auswirkungen, das ist nämlich auch ganz entscheidend, diese Aktivitäten auf Sozioökonomie, auf Gesundheit und auf die Umwelt. Man kann es auch anders ausdrücken und sagen, also das ist die Gesamtheit aller Wertschöpfungsketten für Nahrungsmittel, einschließlich des Verbrauchs und die Auswirkungen. Und dann könnte man sagen, okay, die Wertschöpfungsketten, die sind eigentlich die Kernelemente des Ernährungssystems und die, wenn wir den Agrarsektor jetzt mal voll mit einbeziehen, manchmal sprechen wir auch von Agrar- und Ernährungssystem, dann haben wir natürlich die landwirtschaftlichen Betriebe, die ja die Nahrungsmittel herstellen, die vorgelagerte Industrie, die dann zum Beispiel Betriebsmittel wie Dünger, Pflanzenschutzmittel und dergleichen bereitstellt. Und dann haben wir den Bereich der Lebensmittelverarbeitung, des Lebensmittelhandels, der Gastronomie, der Gemeinschaftsverpflegung. Und am Ende haben wir die Konsumentinnen von Nahrungsmitteln, die aber auch als Bürgerinnen natürlich im Ernährungssystem auftreten. Schauen wir jetzt mal an, welche Probleme entstehen denn jetzt, wenn wir hier in diesem Bereich landwirtschaftliche Betriebe, also die Produktion selbst und die vorgelagerte Industrie uns anschauen. Dann, und das wissen Sie ja sicher, ich bin sicher, viele von Ihnen befassen sich mit diesen Themen, dann ist die Landwirtschaft global betrachtet ein wesentlicher Mitverursacher dessen, dass wir planetare Grenzen überschreiten oder nah an solche Grenzen kommen. Also wenn wir zum Beispiel die Landnutzungsänderung betrachten, dann ist die Landwirtschaft eben weltweit für etwa 80% der Entwaldung verantwortlich, 70% des globalen Wasserverbrauchs. Natürlich ein Großteil, was jetzt Stickstoff und Phosphor durch die Düngung natürlich anbetrifft, für den im Bereich der Treibhausgasemissionen, das war das letzte hier, wurde auch schon genannt, je nachdem, welche Berechnungsgrößen man zugrunde liegt, ist man in der Größenordnung von etwa 25-30%. Also offensichtlich die Umweltwirkungen des Ernährungssystems, wenn man jetzt mal nur die landwirtschaftliche Produktion betrachtet, ist schon großer Grund zur Sorge, also schon mal ein wichtiger Grund, dass man da eigentlich umsteuern muss. Aber wenn wir uns jetzt die Verbrauchsseite anschauen, also was wird am Ende an Nahrungsmitteln konsumiert, dann ist es eigentlich genauso problematisch. Ja, wir haben also 11% der Weltbevölkerung, die an Hunger leidet, also die nicht genügend Nahrungsenergie hat. Aber ein Viertel der Weltbevölkerung, die ungesund ernährt sind, also die Mikronährstoffmangel haben, die nicht genügend hochwertige Nahrungsmittel essen, wir sprechen da von verstecktem Hunger. Und 25% der Weltbevölkerung leidet unter Übergewicht, Adipositas mit hohen Kosten für das Gesundheitssystem. Und etwa nur ein Drittel der Bevölkerung weltweit ist eigentlich gut ernährt. Also auch auf der Verbrauchsseite haben wir offensichtlich Grund zum Umsteuern der Ernährungssysteme. Also wenn wir uns das hier sozusagen so anschauen, dann ist das, was hier an Auswirkungen wir beobachten in Bezug auf Gesundheit, Ökonomie, Soziales, Umwelt, also alles andere als wünschenswert. Die Frage ist nur erstens mal, warum ist das so und wie können wir das ändern? Ja, und es gibt natürlich in der öffentlichen Diskussion eine ganze Reihe von Erklärungen, warum ist das so? Also möglicherweise, weil große Konzerne alles beherrschen, ist das so. Weil die Landwirte zu profitgierig sind, ist das so. Weil die Zivilgesellschaft vielleicht keine ausreichende Stimme hat, ist das so. Ich möchte ein bisschen warnen vor zu einfachen Erklärungen. Ja, weil wenn man zum Beispiel auf die Konzerne guckt, dann muss man immer auch die Frage stellen, warum sind die denn so groß? Warum haben die denn diese Einflussmöglichkeiten? Und was kann man überhaupt dagegen tun? Und deswegen haben wir hier im Wissenschaftlichen Beirat so einen Analyserahmen entwickelt, der uns helfen soll, besser zu verstehen, wo kommen denn diese Probleme her? Denn nur wenn wir besser verstehen, wo sie herkommen, können wir sie tatsächlich auch ändern. Ja, also dieser Analyserahmen beruht auf dem Konzept der Governance. Und ich habe schon gesagt, Governance heißt steuern. Ja, also wie können wir das Ernährungssystem steuern oder umsteuern? Und
wir unterscheiden drei wesentliche Steuerungsmechanismen. Ne? Und das eine ist der Markt. Ja, und da haben wir gewinnorientierte Unternehmen, die untereinander im Wettbewerb stehen und über den Markt eben mit Konsumentinnen und Konsumenten interagieren. Ja, und wir haben hier soziale Marktwirtschaft oder weltweit haben wir Marktwirtschaft oder man kann es auch als Kapitalismus bezeichnen. Es ist im Prinzip eben dieser Steuerungsmechanismus der gewinnorientierten Unternehmen. Und dann haben wir den Staat, ja, da haben wir gewählte Entscheidungsträgerinnen und die Verwaltung, ja, und die können eben auch auf unterschiedliche Weise steuernd eingreifen. Eigentlich der Staat hat das Gewaltmonopol am Ende, also kann eigentlich am weitestgehenden eingreifen, wenn er es denn möchte. Und dann haben wir die Zivilgesellschaft, die eben sehr unterschiedliche Gruppen und vielfältige Organisationsformen hat, die gemeinschaftlich handelt. Ich glaube, viele von Ihnen sind ja in der Zivilgesellschaft aktiv, ist ja auch die Veranstalter sind ja auch in diesem Bereich der Zivilgesellschaft, also kollektives Handeln, Fokus auf die Ziele der Mitglieder und vor allem auch der Gesellschaft. Also wir haben diese drei Steuerungsmechanismen oder wir können auch sagen, diese drei Gruppen von Akteuren, die sind im Ernährungssystem aktiv. Und bei allen dreien können jetzt sogenannte Steuerungsprobleme auftauchen, also Prozesse und Interaktionen zwischen und innerhalb dieser Gruppen, die eben dazu führen, dass Potenziale, Ernährung nachhaltig zu gestalten, Ernährungssysteme nachhaltig zu machen, nicht ausgeschöpft werden. Und der Markt hat natürlich eine ganze Reihe von Steuerungsproblemen, die in den Wirtschaftswissenschaften auch als Marktversagen gekennzeichnet werden. Also der Markt stellt zum Beispiel keine öffentlichen Güter bereit. Er regelt auch Gemeinschaftsgüter, wie zum Beispiel unsere Atmosphäre, Klima, kann man mit marktwirtschaftlichen Mechanismen nicht wirklich schützen. Wir haben das Problem der externen Effekte, also Umweltwirkungen in der Landwirtschaft, die negativ sind beispielsweise. Aber wir haben auch Tendenzen zum Beispiel zu Monopolen, natürlichen Monopolen zum Teil. Also das sind alles Gründe für Marktversagen. Und dann sagt man, dann muss der Staat da eben eingreifen. Aber der Staat hat natürlich auch seine eigenen Steuerungsprobleme. Deswegen können wir hier analog zum Marktversagen eben auch von Staatsversagen oder eben von Steuerungsproblemen des Staates sprechen. Er ist nämlich nicht ein wohlmeinender Diktator, der da erkennt, oh, da haben wir ein Problem im Markt und jetzt finden wir das richtige Instrument, weil er eben selbst auch von Steuerungsproblemen betroffen ist, auf die werden wir noch eingehen, die liegen im politischen System. Und dann haben wir die Zivilgesellschaft und die hat natürlich auch Herausforderungen der Steuerung, zum Beispiel die Frage, wie sie sich finanziert und wie sie tatsächlich Einfluss gewinnen kann innerhalb des politischen Systems. Also das sind sozusagen die drei Steuerungsprobleme, die auftreten können. Und wo und wie findet das statt? Da können wir jetzt mal unser Agrar- und Ernährungssystemdiagramm etwas erweitern. Also das haben wir ja schon gesehen. Hier haben wir die Wertschöpfungsketten, die zu diesen nicht so guten Entwicklungen oder Auswirkungen führen. Dann kann man sagen, okay, dann soll der Staat doch eingreifen. Das wäre doch mal naheliegend. Ja? Also wir haben zum Beispiel zu viel Nitrat im Grundwasser. Dann kann der Staat doch eine Düngeverordnung machen. Versucht er auch. Also hier sozusagen auf die landwirtschaftlichen Betriebe oder auf den vorgelagerten Bereich einwirken. Ja, aber Auseinandersetzung um die Düngeverordnung haben Sie vielleicht viel beobachtet. Warum funktioniert das denn nicht so gut? Weil es natürlich aus diesem Ernährungssystem eben Auswirkungen steuernder Art auf den Staat gibt. Die Industrie und die Verbände, also zum Beispiel der Deutsche Landwirtschaftsverband, der ist eben sehr aktiv und betreibt Lobbying. Ja, und dann kann man sagen, okay, dann versuchen wir es doch mal mit Politikinstrumenten, die auf den Konsum Einfluss nehmen. Ja, also zum Beispiel zu hoher Fleischkonsum ist ja wissenschaftlich eindeutig belegt, aus gesundheitlichen Gründen, aus Umwelt- und Klimaschutzgründen wäre es besser, wir würden weniger Fleisch essen. Also das wäre mal so ein Instrument, was hier ansetzt. Also können zum Beispiel eine Fleischsteuer einführen oder die Grünen haben ja mal gefordert, einen Veggie Day. Ja, aber auch dann gibt es natürlich Probleme, weil die Bürgerinnen und Bürger eben zum Beispiel über politische Parteien auch Einfluss nehmen. Ja, die Grünen sind zum Beispiel ziemlich grandios gescheitert mit der Idee dieses Veggie Days, weil dann gab es also sozusagen eine große Aufruhr, man wolle den Bürgerinnen und Bürgern das Fleischessen verbieten und dann haben sich die Parteien eigentlich seither da sehr zurückgehalten, tatsächlich auf den Konsum Einfluss zu nehmen. Also auch hier können wir Steuerungsprobleme haben.
Gut, wir haben natürlich noch andere Akteure, die Forschungsinstitute, die versuchen mit neuen technischen oder institutionellen Lösungen da Einfluss zu nehmen, die Politik zu beraten, wie wir im wissenschaftlichen Beirat. Aber wir sind natürlich auch immer im Wettbewerb, zum Beispiel mit Lobby-Einfluss von Industrie und Verbänden. Und natürlich versucht die Zivilgesellschaft, ähnlich wie die Industrieverbände, natürlich auch Einfluss zu nehmen über die politischen Parteien auf die Politik. Eine ganz wichtige Gruppe, die müsste man eigentlich hier irgendwie in die Mitte schreiben, aber das Diagramm wird dann zu voll, sind die Medien. Die haben natürlich eine wichtige Rolle im politischen System, aber die haben natürlich auch eine wichtige Rolle, weil eben die Akteure hier im Ernährungssystem ja die Medien auch nutzen, zum Beispiel zur Werbung. Die haben Milliarden Budgets, wo sie eben auch auf das Verhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern sich auswirken. Ja, und das ist jetzt so ein Wuselbild irgendwie geworden, aber das Problem ist nämlich genau das. Ja. Also man kann im Prinzip sowohl auf der Produktionsseite als auch der Verbraucherseite versuchen, steuernd einzuwirken, ja, um diese negativen Auswirkungen zu verringern. Aber das Problem ist, dass wir eben diese Vielfalt von anderen Einflüssen haben und was am Ende dann dabei herauskommt, eben suboptimal ist. Ja. Und dann ist die Frage, was kann man eigentlich dagegen tun? Vielleicht noch ein paar mehr Worte. Wer sind denn eigentlich die Akteure hier und was kann man da vielleicht besser machen? Wenn wir mal das Agrar- und Ernährungssystem, also das hier unten uns anschauen, diese Wertschöpfungsketten, einfach mal, um so ein bisschen ein Gefühl für die Größenordnung hier zu bekommen. Also insgesamt dieses ganze Agribusiness hat in Deutschland jetzt etwa 500 Milliarden Euro und davon entfallen 53 auf die landwirtschaftliche Produktion selbst. Da haben wir eben sehr viele Akteure, 275.000 landwirtschaftliche Betriebe etwa haben wir ja in Deutschland. Dieser vorgelagerte Bereich, der hat ungefähr die gleiche Größenordnung. Also die landwirtschaftlichen Betriebsmittel, der Agrarhandel und die Dienstleistungsunternehmen da. Und diese nachgelagerten Bereiche, also das Ernährungsgewerbe, der Nahrungsmittelhandel und die Gastronomie, die sind eigentlich wesentlich größer. Jetzt mal von ihrer Produktionsleistung her, das muss man auch mit berücksichtigen. Also das ist so die Größenordnung. Und dann ist aber natürlich, und da fängt es dann schon an mit dem Marktversagen, die Frage, wie viele Akteure haben wir denn? Also hier haben wir 275.000, aber hier in dem vorgelagerten Bereich ist das Ganze ziemlich konzentriert. Und wir haben hier wenige Akteure, die dann auch durch Fusionierungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, auch noch immer größer geworden sind. Also eine hochkonzentrierte Gruppe von wenigen Unternehmen. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum der Staat hier nicht stärker regulierend eingegriffen hat. Ja, also alle diese Fusionen wurden ja letztlich von den entsprechenden Behörden genehmigt. Und auch das ist schon mal eine interessante Frage von Steuerung, warum man hier nicht andere Kriterien beispielsweise anlegt. Und wenn man jetzt in den nachgelagerten Bereich schaut, dann wissen Sie ja auch, hat man natürlich ähnliche Konzentration, weil es halt auch nur wenige Ketten sind, Edeka, Rewe, die Schwarzgruppe und Aldi, die hier überwiegend den Markt beherrschen. Und dann wird es natürlich schwierig, die Bauern und Bäuerinnen, die organisieren sich ja auch in beispielsweise in Genossenschaften, aber haben halt trotzdem auch als Genossenschaften relativ wenig Verhandlungsmacht und sind deswegen ja auch in letzter Zeit zunehmend auch auf andere Mittel umgestiegen, ja, zum Beispiel direkten Protest, weil sie mit der Situation eben sehr unzufrieden sind. Also auch hier ein Steuerungsproblem. Ja, dann kann man ja mal gucken, warum steuern denn jetzt eigentlich die politischen Parteien oder warum funktioniert das eigentlich nicht besser? Wir haben doch eine repräsentative Demokratie, wir wählen doch unsere Abgeordneten, die müssten sich doch eigentlich auch um diese Probleme kümmern, aber da haben wir natürlich auch das Problem von Lobby-Einfluss. Und wir haben hier für das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats einfach mal geschaut, auf der Basis dessen, was die Abgeordneten so selbst auf ihrer Webseite des Bundestages veröffentlichen, über den Hintergrund. Ja, das sind die Mitglieder im Beratungsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, also das wesentliche Gremium in unserem Parlament. Ja, und alle, ausnahmslos alle CDU-CSU-Abgeordneten in diesem Gremium haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Und da kann man sagen, einmal ist das natürlich gut, weil das Fachleute sind, die Expertise haben. Aber fast alle oder ein großer Anteil sind dann eben entsprechend auch mit dem Bauernverband, mit dem Berufsstand irgendwie verquickt, hatten da vorher eigene Funktionen und dergleichen. Oder sie sind selbst Landwirte.
könnte man sagen, ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn es da noch irgendwie eine Gegensteuerung gäbe, aber gibt es in diesem Sinne nicht. Also bei den 8 SPD-Mitgliedern konnten wir also keinerlei irgendeine Beziehung zu Landwirtschaft oder Ernährung, spezielle Ernährungsexpertise hatte eigentlich da überhaupt niemand in diesem Ausschuss, von dem beruflichen Hintergrund her zumindest. Bei den Grünen, die 4 Abgeordneten hatten einen entsprechend fachlichen Hintergrund aus der Ökolandwirtschaft. Bei den Linken waren es 2 und bei den anderen waren es jeweils 1-4. Also da sieht man schon so, was so hinter diesen Mechanismen so alles stecken könnte. Ja, also dieser Lobby-Einfluss beispielsweise. Ja, das mit dem Veggie Day hatte ich schon mal angesprochen, weil ich finde, es ist ein ganz interessantes Beispiel dafür, wie halt auch die Medien da eine Rolle spielen. Also es war ja eigentlich ein ganz harmloser Satz, der da im Parteiprogramm der Grünen 2013 stand. Da standen nur Angebote von vegetarischen und veganen Gerichten und ein Veggie Day sollte zum Standard werden. Und dann titelte also die Bild-Zeitung, die Grünen wollen uns das Fleischessen verbieten. Und Spiegel Online sagte, das war die Lachnummer des Wahlkampfs. Und das Handelsblatt hat das irgendwie aufgegriffen und so weiter. Ja, also selbst ein Jahr danach wurde das noch als Fehler gekennzeichnet. Und das zeigt halt, wie schwierig es halt auch ist, auf dieser Verbraucherseite eben auch zu steuern. Das ist eben auch ein Steuerungsproblem, wo jetzt nicht unbedingt große Konzerne durch einzelne Maßnahmen dahinter stecken, sondern das ist halt das Zusammenspiel, wie dann eben auch die Medien funktionieren. Und das macht es natürlich auch schwierig, ja, in der Demokratie auf der Verbraucherseite zu steuern. Dann kann man natürlich sagen, wir haben aber doch die Zivilgesellschaft und die ist natürlich ein wichtiger Pol zum Gegensteuern, sage ich jetzt mal. Aber die Frage ist, was kann die Zivilgesellschaft eigentlich tun, um da noch effektiver zu werden? Weil hier haben wir eben auch unterschiedliche Konstellationen, also die Organisationen der Landwirtschaft, also dieser vor- und nachgelagerte Bereich im Ernährungssystem ist extrem gut organisiert. Ja, 90% aller Bäuerinnen und Bauern sind Mitglied im Deutschen Bauernverband und die sind auch sehr gut vernetzt mit dem vor- und nachgelagerten Bereich. Und wir haben die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft und das ist extrem effektiv organisiert, spricht meistens auch mit einer Stimme. Hat also extrem hohe Lobbykraft, kann man sagen. Die Öko-Verbände sind übrigens auch sehr gut organisiert, sind auch sehr gut untereinander vernetzt. Und der ökologischen Lebensmittelwirtschaft sind durchaus auch in den Medien präsent. Dann haben wir eine Reihe von Mitgliederorganisationen, die durchaus nicht so in den Medien präsent sind, wie das eigentlich ihre Mitgliederstärke erwarten lassen würde. Ja, also NABU zum Beispiel, die haben ja über 700.000 Mitglieder oder der Deutsche Tierschutzbund, die sind alle in der ähnlichen Größenordnung und die sind auch sehr demokratisch organisiert. Ja, also das sind ja landes- und dann bundesweite Zusammenschlüsse von Bürgern, die sich vor Ort engagieren und dann eben in diesen Organisationen auch mitbestimmen. Die haben beispielsweise das Tierwohl-Label, hat ja der Tierschutzbund mitentwickelt, aber das hat sich trotzdem nicht auf dem Markt etabliert. Also sehr, sehr aktiv, aber letztlich wie einflussreich tatsächlich im politischen Geschehen ist dann die Frage. Und dann haben wir die Kampagnenorganisationen, die sind ja anders organisiert. Greenpeace hat ja 40 stimmberechtigte Mitglieder. Die haben zwar sehr viele Fördermitglieder, aber Entscheidungen werden da von wenigen getroffen. Oder Worldwide Fund for Nature ist ja eigentlich keine Mitgliederorganisation. Dann gibt es eben auch noch die Organisationen, die Kampagnen finanzieren, eigentlich auch relativ wenig Entscheidungsträger, obwohl sie natürlich auch viele Unterstützer haben. Und unsere Beobachtung zumindest von Seiten des wissenschaftlichen Beirats, dass die Kampagnenorganisationen sich qua ihrer Natur natürlich auf solche Themen auch konzentrieren müssen, die ein hohes, in der Politikwissenschaft sagt man, Entrüstungspotenzial haben. Also die sich auch in den Medien eben gut darstellen lassen. Also Gentechnik beispielsweise steht da oft dann halt auch im Vordergrund. Und das führt dann eben dazu, ja, dass wir also diese gut organisierten Interessenverbände der konventionellen Landwirtschaft haben und wir haben die medienwirksamen Kampagnenorganisationen und dann haben wir als Folge, und das ist eine der großen Steuerungsprobleme, die sogenannte Symbolpolitik. Also die Politik reagiert dann oft, dass sie, indem sie Gesetze macht, die sehr weitreichende Prinzipien haben. Also unser Tierschutzgesetz ist zum Beispiel extrem weitreichend.
Ja, also alle Tiere sind da geschützt. Aber dann gibt es eben weitreichende Ausnahmen. Also zum Beispiel hat ja das Tierschutzgesetz ja jetzt nicht verhindert, dass wir Schwänze kopieren in der Tierhaltung und dergleichen. Ne? Also wir haben eben sehr viel von dieser Symbolpolitik, ja, also wo viel im Prinzip geregelt ist, aber durch so weitreichende Ausnahmen oder mangelnde Umsetzung, also Düngeverordnung ist ja auch oft ein Problem der mangelnden Umsetzung, dann eigentlich dazu führt, dass die Probleme halt weiter bestehen. Ne? Und was aber ein großes Problem ist, auch aus meiner Sicht, auch aus der Sicht des wissenschaftlichen Beirats, dass Themen, die sozial wichtig sind, zum Beispiel, dass wir in Deutschland durchaus ein Problem von Ernährungsarmut haben, ja, dass zum Beispiel der Hartz-IV-Satz überhaupt nicht ausreicht, um Kinder gesund zu ernähren, ja, solche Probleme. Niemand hat sich darum gekümmert, wie Kinder während der Covid-Pandemie, die normalerweise ein warmes Schulessen haben, was für Probleme da auftraten. Also haben das mal so durchgesehen mit einem Kollegen, der Ernährungswissenschaftler ist. Also außer Nordkorea ist Deutschland so ziemlich das einzige Land auf der Weltkarte, was sich so wenig um diese Frage Kinderernährung in ärmeren Haushalten während Covid gekümmert hat. Also diese Probleme tauchen nirgends auf. Ja? Und das halte ich auch für ein Politikversagen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man davon ausgeht, dass in einem reichen Land wie Deutschland ja gar keine Ernährungsarmutsprobleme auftreten, aber das ist nun mal, das ist aber trotzdem halt der Fall. Es gibt mittlerweile einige neuere Ansätze in der Politikgestaltung. Also heute war ja ein großes Treffen der Zukunftskommission oder es gab diese Borchert-Kommission. Da bringt man sozusagen hochrangige Vertreter von all diesen unterschiedlichen Akteuren zusammen und versucht einen Konsens dann zu erreichen. Und das hat ein gewisses Potenzial. Borchert-Kommission hatte ja einen Konsens, dass man zum Beispiel eine Abgabe auf tierische Produkte erhebt. Gut, die Ministerin ist immerhin mal so weit gegangen, jetzt eine Machbarkeitsstudie dazu durchzuführen. Aber ob das tatsächlich dazu führt, dass dann was umgesetzt wird, das bleibt noch zu erwarten. Es gibt auch zunehmend einfach direkte Demokratie, ja, also Beispiel Bayern, dann gibt es eben ein Volksbegehren, ja, weil den Bürgern das sozusagen auch reicht. In Baden-Württemberg hat es dann immerhin zu einem Biodiversitätsstärkungsgesetz geführt, also das ist auch sozusagen eine Gegensteuerung, die dann von der Basis kommt. Oder es gibt eben den Protest auf der Straße, also diese neue Landschaftverbindung-Bewegung, die dann eben mit den Traktoren den Verkehr lahmlegen, eben auch als eine Maßnahme, um sozusagen hier gegenzusteuern. Vielleicht eine letzte Folie, dann bin ich auch gleich am Ende. Was aus meiner Sicht, das habe ich auch in den Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats immer wieder hervorgehoben, in den entsprechenden Kapiteln fehlt. Das sind deliberative Verfahren, die vor allem auch die Laien, also nicht organisierte Gruppen stärker mit einbeziehen. Also die gemeinschaftliche Willensbildung, Konsens anstreben, eigentlich auf Jürgen Habermas Diskursethik beruhen. Da gibt es alle möglichen Formen, ja, von Konsensuskonferenzen, Townhall-Meetings. Also digital kann man das zum Teil machen. Also hier ist zum Beispiel so eine Veranstaltung, könnte man schon als Beispiel nehmen. Und wichtig wäre hier halt, dass man vor allem eben auch Laien einbezieht und nicht nur Vertreterinnen von organisierten Interessengruppen, weil man dann auch für die Ergebnisse oft eine größere Offenheit erzielt. Ja, vielleicht so viel mal zum Input von meiner Seite. Mehr Infos gibt es hier unter diesem Link. Da gibt es auch das Gutachten in Kurzfassung. Es gibt auch eine Vorlesungsreihe dazu. Also gerne hier noch weitere Info, die hier zur Verfügung steht. Dann stoppe ich mal hier. Ich hoffe, ich war so ungefähr irgendwie in der Zeit. Ja, herzlichen Dank, Frau Birner. Weitere Links und Informationen geben wir dann auch gerne noch in der anschließenden Dokumentation an die Teilnehmenden frei. Bisher gibt es keine Fragen oder Kommentare im Chat, was nicht heißt, dass es keine gibt. Aber vielleicht nehmen wir noch später Auftretende weiter mit in unsere Diskussionsrunden und das Abschlussplenum und würden dann kurz einen Blick auf den Teilnehmendenkreis werfen, bevor wir zum nächsten Beitrag kommen. Wir haben zwar nicht ausreichend Zeit, um eine umfangreiche Vorstellungsrunde zu machen, möchten aber doch kurz die Gelegenheit nutzen, einen kurzen Eindruck einzufangen und haben dafür zwei kurze Fragen vorbereitet. Die erste Umfrage lautet: Welcher Akteursgruppe ordnest du dich zu? Hier ist eine Auswahlmöglichkeit vorgesehen oder auch mehrfach Auswahl ist hier möglich. Einfach draufklicken und
die Umfrage dann beenden. Okay, dann geben wir kurz die Resultate frei. Aha, wir haben leider niemanden von den Landwirten dabei, aber sonst eine hohe Streuung über die verschiedenen vorgeschlagenen Bereiche. Und die zweite Umfrage ist, bitte kurz einblenden. In welchen Bereichen des Ernährungssystems setzt deine Arbeit an? Auch hier sind mehrere Antwortmöglichkeiten auszuwählen. Okay, die Umfrage ist beendet und die Resultate zeigen auch hier, wir haben Vertreter von einem sehr breiten Fachkreis auf jeden Fall anwesend, sehr schön auf jeden Fall und herzlichen Dank für das Mitmachen und ich übergebe jetzt zurück an meine Kollegin Mireille. Ja, vielen Dank, Jana. Und ich freue mich jetzt, den nächsten Vortragenden vorzustellen und kurz auf das Thema aufmerksam zu machen. Und zwar, wenn wir über nachhaltige Ernährungssysteme sprechen, dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen, wie überhaupt Land auch vergeben wird. Und da freue ich mich, dass wir jetzt einen Vortrag haben von Dr. Sebastian Schmidt von FINK und dem Aktionsbündnis Unser Landschaft Wandel aus Greifswald. Und das Aktionsbündnis hat einen Vorschlag zum Vergabeverfahren und einen Kriterienkatalog zur umweltgerechten Landvergabe entwickelt. Und einige von diesen Kriterien oder auch von den Forderungen wurden in Greifswald übernommen. Das Bündnis kommt aus Greifswald. Und ja, ich freue mich sehr über den Vortrag jetzt von Dr. Schmidt, der uns einführt, wie das überhaupt funktionieren kann, sozial-ökologische Landvergabe auf lokaler Ebene. Und dann übergebe ich jetzt an Sebastian Schmidt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich glaube, Sie können mich jetzt ganz gut hören, oder? Und es rauscht nicht zu sehr, weil ich sitze hier outdoor an der Ostseeküste. Und der Wind weht von Meer hier rüber, aber es funktioniert, oder? Sie hören jetzt kein windiges Rauschen? Super. Dann teile ich meinen Bildschirm mit Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte Ihnen etwas ganz Konkretes berichten, vielleicht so ein Stück weit diese alternative Perspektive oder die gesellschaftlichen Möglichkeiten, die man hat, um die Landwirtschaft zu verändern. Und das ganz konkret hier am Beispiel von Greifswald, wo ich herkomme. Ganz kurz zu FINK und zu unserem Aktionsbündnis Unser Landschaft Wandel. Wir sind eine lokale Naturschutzorganisation als FINK, ursprünglich international unterwegs gewesen im Kontext Naturschutz und Landnutzung. Aufgrund unserer Interessenlage und der Notwendigkeit hat sich das aber in den letzten Jahren sehr stark auf Agrarwende, Kulturlandschaft oder alternative Wege von Kulturlandschaftsnutzung fokussiert. Und dazu haben wir vor 2,5 Jahren ein Aktionsbündnis gegründet. Warum das nötig war, werde ich Ihnen im Laufe des Vortrags berichten. Warum es naturräumlich, landschaftlich, landwirtschaftlich nötig war, das sehen Sie hier. Das ist der Ausgangspunkt, dass die Landschaft rings um Greifswald, dazu muss man wissen, Greifswald ganz oben im Nordosten, kurz vor der Ostsee, liegt im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Und in diesen beiden Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen haben wir die größten Agrarbetriebe deutschlandweit.
statistisch gesehen, also hier sind Betriebsgrößen von 2000 Hektar keine Seltenheit, eher die Regel. Es geht hin bis zu Betriebsgrößen von 6000, 7000, 13000 Hektar. Das ist alles der Standard, das ist die Baseline und so sieht es dann aus hier in der Landschaft. Es ist eine ausgeräumte Landschaft, kein Baum, kein Strauch, wie auch wenn ich eine hocheffiziente Landwirtschaft dort auf diesen Flächen fahren muss. Da stört bei den großen GPS-gesteuerten Technikgeräten, da stört der Baum und der Strauch. Das ist ein störendes Element. Das war die Ausgangslage, sehr großflächige, intensiv genutzte Landschaft, Marktfrüchte produzierend, also keine Wertschöpfung. Hier sind 60% der Wertschöpfung der Landwirte, hier kommt aus der Agrar, also aus der Flächenprämie, noch nicht mal so sehr aus der zweiten Säule. Und mit der dementsprechenden ökologischen bis hin auch zu einer gewissen sozialen Verödung hier dieser Landschaft. Dass das auch zu einem Biodiversitätsverlust führt, das muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht erzählen, was da die Treiber sind dessen, wahrscheinlich auch nicht, dass wir hier hohe bei so einer marktfruchtorientierten, wenig wertschöpfungsorientierten Landwirtschaft haben wir natürlich hohe Nährstoffeinträge. Wir haben eine schlechte Gewässerqualität. Pestizideinsatz ist nicht die Ultima Ratio, sondern der Standard in der Landwirtschaft hier. Aber wir haben natürlich noch einen Klimawandel, der das Ganze noch verschärft. Wir haben eine europäische Förderpolitik, die Größe honoriert und nicht ökologische Leistungen. Und das sagt eigentlich das Zitat von der Leopoldina hier, sagt das, fasst das gut zusammen. Die Situation ist dramatisch, der Handlungsbedarf ist akut. Was haben wir uns in Greifswald daran oder als Gegenpol dazu oder fortfolgend als Konsequenz sehen wir natürlich den gesellschaftlichen Wunsch nach Veränderung. Hier ist einfach klar, dass die Umwelt- und Klimaaspekte sollen eine größere Rolle spielen. Die Belastungen der Gewässer, der Umwelt, der Rückgang der Artenvielfalt wird als großes Problem wahrgenommen. Und auch hier bei uns in Greifswald, die Uni Greifswald hat eine Studie dazu gemacht, hat man herausgefunden, dass über 90% dieser repräsentativ befragten Bevölkerungskohorte es als sehr wichtig einschätzte, dass etwas getan wird für Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt. Also wir kommen hier von, na, wir haben es satt, Demonstration bis hin zu einer kleinen Demonstration in Greifswald, wo wir uns eingesetzt haben im Zuge der Vergabekriterien. Aber die Meinung ist unisono die gleiche, so kann es nicht weitergehen, wir müssen was tun. Es bewegt sich allerdings, in diesem kommunalen Bereich bewegt sich bereits etwas, denn wir haben gesagt, wir begrenzen uns auf unseren kommunalen Bereich, auf die Landnutzung, die Landwirtschaft vor unserer Haustür. Hier können wir im optimalen Fall was bewegen, aber da sind wir natürlich nicht mehr alleine mittlerweile. Es gibt die Kommunen für biologische Vielfalt, es gibt pestizidfreie Kommunen, es gibt Ernährungsräte, die an dem Thema dran sind. Es gibt das Netzwerk Biostädte und neuerdings gibt es auch eine Handreichung Kirchenland. Das heißt, hier hat die Kirche, die Nordkirche hier bei uns in Norddeutschland beschlossen, dass Land anders vergeben werden soll, anders bewirtschaftet werden soll. Und da gibt es auch eine Handreichung, wie das in der Praxis aussehen kann. Hier bei uns ganz lokal vor der Haustür sieht es dann so aus, dass die Stadt Greifswald ca. 5000 Hektar landwirtschaftliche Nutzflächen besitzt als Kommune. Die Stadt Stralsund ist sogar noch besser dabei. Die hat rund 7000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, Grünland und Acker. Die Nordkirche, wie Sie sehen, hat hier Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern knapp 80.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und Mecklenburg-Vorpommern im Landeseigentum nochmal 85.000 Hektar. Das heißt, hier gibt es öffentliches Eigentum, das ist Land, das gehört im Endeffekt den Bürgerinnen und Bürgern, das gehört uns allen. Und das war auch die Baseline, die Grundannahme unseres Projektes, dass wir gesagt haben, hier braucht es die Übernahme von Verantwortung. Hier müssen wir Verantwortung übernehmen, denn das ist unser aller Land. Hier muss aber auch die Kommune Verantwortung übernehmen, wie dieses Land bewirtschaftet werden soll, welche Werte von diesem Land erwartet werden und nicht nur ökonomische Werte, sondern auch ökologische und soziale Werte. Hier bietet sich die Chance für wirklich agrarstrukturelle Veränderungen und Verbesserungen. Und hier kann man natürlich sogar, wenn es politisch gewollt ist, kann man ganz konkret Ökolandbau oder auch eine lokale Wertschöpfung fördern. Denn es ist das Land, welches uns gehört. Die gewählten Volksvertreter als unsere Repräsentanten sollten es im Sinne des Paragraph 14 des Grundgesetzes zum Wohle aller einsetzen. Demzufolge sehen wir sie auch, Leopoldina so jetzt ähnlich, ein Stück weit in der Pflicht, etwas für Artenreichtum auf diesen Flächen zu tun. So, wenn man sich das anguckt hier, das sind die Kommunen,
in ganz Deutschland, da gibt es eine ganze Menge. Wir wissen gar nicht, welche Kommune wie viel Land besitzt. Es ist alles noch relativ unklar und es war auch in Greifswald lange unklar. Und wir mussten uns erst über eine Umweltinformationsanfrage dieses Wissen erstmal besorgen, dass wir gesagt haben, es ist unser Land, wir würden gerne wissen, wo es liegt und wie viel es ist. Im optimalen Fall wird man gerne auch wissen wollen, wie es bewirtschaftet wird. Das ist kein Selbstverständnis, dieses Wissen zu bekommen. So, und da gibt es jetzt bei der Verpachtung, bei der Vergabe von Land gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man es nachhaltiger, obgleich es ein abgegriffener Begriff ist, aber tatsächlich in dem Fall ökologisch, ökonomisch und sozial besser bewirtschaften kann. Man kann Umweltstandards setzen, ganz klar. Ich erkläre das gleich alles im Detail. Einfache Möglichkeit. Ich kann Vergabekriterien entwickeln als Kommune, dass ich sage, unser Land wird nur unter bestimmten Kriterien vergeben. Ich kann oder ich sollte, ich müsste das dann auch noch mit einem Pachtpreis koppeln. Das bedingt einander teilweise. Und ich kann auch eine Möglichkeit, das macht der NABU, die NABU-Stiftung. Ich kann die Natur in den Pachtverträgen verankern. Ich kann ganz einfach in den Pachtvertrag Maßnahmen reinschreiben, um zu mehr Artenvielfalt zu kommen, zum Beispiel. Wenn wir über Umweltstandards sprechen, das als erste Möglichkeit, als erste einfache Möglichkeit, dann befindet sich teilweise schon einiges in den Pachtverträgen, die die Kommunen machen. Das sind die letzten beiden Punkte. GMOs sind in der Regel verboten und Ausbringung von Klärschlamm ist in der Regel auch nicht mehr erlaubt. Das haben die Kommunen beschlossen, dass das auf ihren Flächen nicht stattfinden soll. Das ist gut, das ist ein erster Schritt. Aber ich kann das natürlich noch viel stärker ausdehnen, diese Umweltstandards, ohne dass ich darüber rede, über Vergabekriterien oder Pachtpreis, kann ich ja schon festlegen als Kommune, dass ich zum Beispiel kein Grünland mehr umgebrochen haben möchte oder dass Pestizide nicht eingesetzt werden sollen, was schon eine große Baustelle ist, oder aber auch, dass Landschaftselemente, Hecken, Feldwege, Wegreine nicht umgenutzt, umgepflügt, umgebrochen werden sollen, was nach wie vor tagtägliche Praxis ist, ein Stück weit, wenn man mit aufmerksamen Augen durch die Landschaft fährt. So, dann geht es weiter, wenn ich das sozusagen als ersten Schritt sehen würde, in einer Übernahme von mehr Verantwortung. Wie es aussieht, kann man damit anfangen als Kommune und diese Standards setzen. Dann kann ich aber auch noch Land tatsächlich mit Kriterien, die Landvergabe mit Kriterien versehen. Wie sieht das dann aus? Dass ich erstmal natürlich Informationen und Transparenz benötige. Wie viel Land hat denn die jeweilige Kommune oder die Kirche? Wo liegt das? Wer sind die Pächter? Wie wird es bewirtschaftet und unter welchen Bedingungen? Wie lange laufen Pachtverträge? Das klingt jetzt relativ, dachten wir uns auch am Anfang, das klingt relativ simpel, diese Informationen zu bekommen. Ist es leider nicht. Hier wird wirklich absolut gemauert. Und da hat es oftmals kleine Anfragen von den entsprechenden Parteien in den Bürgerschaften bedarf, dass man überhaupt erstmal die basalsten Informationen zum Flächenbesitz bekommt. Und selbst da ist noch immer nicht alles öffentlich, wo wir auch in Greifswald als NABU-Kreisverband tatsächlich dann mit einer Klage gedroht haben und wir das anderthalb Jahre durchdeklinieren mussten, bis wir überhaupt erstmal eine Flurstückskarte bekamen oder eine Liste bekamen und dann eine Flurstückskarte erstellen konnten, dass man sieht, wo ist denn unser Land? Weil das ist unser ganz basales Grundverständnis, es ist unser aller Land. So, wenn ich dann weiß, das ist schwer genug, wo das Land liegt, wie es bewirtschaftet wird, das sieht man ja dann relativ schnell, dann ist natürlich die Frage, wie lange laufen noch Pachtverträge? Die Pachtverträge sind in der Regel nicht kurzfristig abgeschlossen, die sind zwischen 6 und 12 Jahren, läuft so ein Pachtvertrag in einer Kommune oder in einer Kirche, das ist ganz gut und normal, damit kann man auch als Landwirt arbeiten. Und wenn ich dann aber möchte natürlich, dass ich meine Pachtkriterien anwende und andere in anderer Art und Weise verpachten will, dann muss es natürlich rechtzeitig ausgeschrieben werden. Das heißt, man braucht also eine Zeitachse, die läuft mit, die muss man als Verwaltung im Blick haben, die muss man auch als Zivilgesellschaft im Blick haben, denn es ist natürlich alles mehr Aufwand, wenn man Pachtkriterien anwendet. Und dann, wenn es veröffentlicht wird, die auslaufenden Pachtverträge, wenn also Lose geschrieben werden, man kann sich bewerben darauf, dann braucht es, und dann wird es wirklich erst spannend, dann braucht es natürlich ein Vergabekriterien, ein ökologisches und soziales Punktesystem, anhand dessen dann entschieden wird, wer die Flächen zukünftig bewirtschaftet. Und das ist ein großer Schritt, denn in der Regel ist es so, dass es so nach einem gewissen Gewohnheitsprinzip bisher bei uns in Greifswald weitervergeben wurde, die Flächen, das war schon immer so. Und die Pachtverträge verlängerten sich automatisch.
Der Pachtpreis wurde angepasst, aber es war keine Entscheidung nach dem besten Konzept, sondern tatsächlich nur nach dem Status quo und oder nach einem gewissen Höchstpreis, der dann geboten wurde. Der Vorteil, wenn man diese Kriterien hat und anwendet, es wird transparent. Es wird komplett transparent und es wird nachvollziehbar. Die politische Entscheidung, warum, wer welche Flächen bekommt, die muss man rechtfertigen. Die ist darstellbar, die ist einklag oder die ist sozusagen zivilgesellschaftlich einforderbar, da eine politische Meinung einer Bürgerschaft herbeizuholen. Es bietet aber gleichzeitig auch den Landwirten, den beteiligten Landwirten, den interessierten Landwirten, bietet es eine große Chance, weil es gibt ihnen einen Rahmen, es gibt ihnen Leitplanken vor. Es ist so ein Leitbild, agrarstrukturelles, wie sich die Politik die Bewirtschaftung dieses unmittelbaren Lebensumfeldes wünscht und vorstellt. Für Neueinsteiger, auch ein wichtiges Kriterium, bietet es überhaupt erstmal Zugang zu Land. Man unterbricht diesen Automatismus oder man kann ihn unterbrechen, das beste Konzept unterbricht ihn, diesen Automatismus, dass es einfach immer so weitergeht und die Pachtverlängerung ein Automatismus ist und dadurch ich nicht das maximal, das Optimum bekomme. Ich kann den Fokus auf Klima- und Biodiversitätsschutz legen, ich kann auch, so es gewollt ist, regionale Erzeugung, lokale Wertschöpfung und Biolandbau explizit fördern. Es ist ein erhöhter Verwaltungsaufwand. Es hat jetzt tatsächlich dazu geführt, dieser erhöhte Verwaltungsaufwand, dass Greifswald, in Greifswald ziehe ich schon mal vor, hat sich diese Vergabekriterien gegeben oder welche gegeben, dass da eine Personalstelle geschaffen werden musste in der Verwaltung, die das alles nachvollzieht, die das alles prüft, die Naturschutzkonzepte entwickelt, die Ausschreibung macht, die dann laufend, jedes Jahr kommen da ein paar hundert Hektar, diesen ganzen Prozess begleitet. Und es bietet ein unheimliches Konfliktpotenzial mit den bisherigen Pächtern. Da haben wir sind wir sehr stark angefeindet worden. Da hat man uns zurück in die Ecke des Sozialismus geschoben und in die Planwirtschaft, was wir dort alles wollen, dass wir den ländlichen Raum zerstören und so weiter und so fort. Da war sehr, sehr viel Polemik im Spiel. Glücklicherweise hat sich das dann nach dem Beschluss ein Stück weit gelegt. Gleichwohl wissen wir, dass wir immer wieder aufpassen müssen. Es ist kein Selbstläufer. Also man versucht dann auch immer wieder, diese Vergabekriterien abzuschaffen. So, und wenn ich das jetzt so einbette, ich habe die Mindeststandards, dann habe ich die Vergabekriterien und am Ende den Preis. Dann haben wir ein Punktesystem vorgeschlagen, der ist zwar nicht politisch umgesetzt worden, das war ihnen dann zu mathematisch, den Bürgerschaftsabgeordneten, aber die Kriterien sind im Prinzip die, die jetzt auch abgefragt werden und dann wird das Gesamtkonzept anhand der Kriterien, die dann auch untersetzt sind noch mit Fließtext bewertet, wo wir ganz klar gesagt haben, für uns natürlich eine ökologische Bewirtschaftung kriegt die meisten Punkte. Wenn der Ökolandbau macht, der kriegt die meisten Punkte. Das ist das, was man sich als Kommune leisten sollte, was man anstreben sollte. Ist zu fördern. Verzicht auf Pestizide kriegt aber auch einen Punkt. Arbeitskräftebesatz kriegt einen Punkt, ist ein sehr wichtiges Thema hier oben. Wir haben hier im konventionellen Ackerbau haben wir 0,6 Arbeitskräfte pro 100 Hektar. Im ökologischen Landbau haben wir 2,5 bis 3 Arbeitskräfte pro 100 Hektar. Also da merkt man schon die soziale Dimension der Landwirtschaft. Solidarische Landwirtschaft, Regionalvermarktung, Wertschöpfung und so weiter und so fort. Man konnte sich jeweils da die Punkte für abholen. Und am Ende gibt es eine maximal erreichbare Zahl. Heißt aber auch, dass jemand, der sehr nachhaltig wirtschaftet, ohne öko-zertifiziert zu sein, der kann auch in diesen Bereich kommen. Und dann, wenn man dann das Konzept auf dem Tisch liegen hat, dann fängt es an spannend zu werden nochmal, weil dann muss man den Pachtpreis verhandeln. Es gibt so einen Mindestpachtpreis, der ist gesetzt worden. Aber da haben wir jetzt auch im fortfolgend in dem Dialog, sodass die ganze Diskussion in der Stadt weitergeht, schon auch nochmal einen Aufschlag gemacht, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen ökologisch wirtschaftende Betriebe einen reduzierten Pachtpreis bekommen. Oder es muss zumindest eine Pachtpreisbremse eingebaut werden, die dann halt diese ökologischen und sozialen Leistungen explizit honoriert. Denn das ist es ja alleine, das Beispiel mit den Arbeitsplätzen brachte es gerade schon. Der Ökolandbau leistet ganz viel für uns als Gesellschaft. Und er wird aber von dieser permanenten Preisspirale, was die Pachtpreise angeht, immer stärker auskonkurriert und kann sich kaum mehr behaupten. Also da muss dann auch eine Kommune, das ist dann auch der Dialogprozess, dass wir nach wie vor erklären, was leistet der Ökolandbau, was bringt er uns an Leistungen, an ökologischen und sozialen, an Naherholungseffekten als ein Beispiel, an Wertschöpfung, an Identität, positiv besetzt.
Und was ist uns das wert, davon von dem Preis Abstand zu nehmen? Und dann, wie gesagt, man kann noch Naturschutzmaßnahmen in Pachtverträgen verankern. Das macht die NABU-Stiftung. Und da ist es aber tatsächlich eher so, da geht es dann ganz spezifisch um die einzelne Fläche, dass man sagt, irgendwie, wir wollen hier auf dieser Fläche noch einen mehrjährigen Grünstreifen haben oder eine Feldvogelinsel oder was auch immer. Wir haben das gemacht hier in Greifswald zusätzlich. Also wir haben jetzt eine sehr luxuriöse Variante. Wir hatten die Vergabekriterien, wir haben Pachtpreisreduktionen verhandelt und wir haben sogar noch diese Maßnahmen, die in den Pachtverträgen verankert werden. Das war ein umfängliches Paket. Das ging am Anfang nicht. Ich habe den Prozess bereits 2015 begonnen mit einem größeren DBU-geförderten Projekt. Da ging es darum, erstmal um die Diskussion, um die Moderation zwischen Landbesitzern, Kommune, Universität, genauso ein großer Landbesitzer, und Kirche und ihren Pächtern. Das hat nicht funktioniert. Wir haben 5 Jahre lang diskutiert. Wir haben im Jahr 3 und 4 noch immer den Begriff Nachhaltigkeit diskutiert, was das wohl heißt. Dass es mir dann irgendwann reichte und wir gesagt haben, okay, wir müssen den Druck, den Veränderungswillen auf die Straße bringen. Und das haben wir dann sehr stark gemacht. Dann hat sich die Initiative Unser Landschaftswandel gegründet. Und wir haben im ersten Schritt Wissen generiert. Wir haben statistisch saubere mit der Uni zusammen Umfragen gemacht. Wie nimmt die Bevölkerung, nicht nur wir aus dem linksgrünen Milieu kommt, nicht nur wie nehmen wir die Landschaft wahr und die Landwirtschaft wahr, sondern wie nehmen alle, auch im Plattenbau, wie nimmt man die Landschaft wahr und die Landwirtschaft. Das war sehr aufschlussreich, weil wir unterscheiden uns nicht. Wir haben alle ein Problem damit, egal aus welcher Altersstruktur, aus welcher sozialen Schicht, aus welchem Bildungsniveau wir kommen, wir haben alle ein Problem damit, mit der zunehmenden Monotonie, mit der Artenarmut, mit der geringen Wertschöpfung. Wir haben mit diesem Wissen diverse Veranstaltungen organisiert. Wir hatten diverse Podiumsdiskussionen, wir haben Demonstrationen gemacht, immer wieder. Wir haben einen Instagram-Account, wir haben eine Petition gestartet. Also wir haben die ganze Palette bespielt, um uns damit nicht nur eine Transparenz einzufordern, sondern auch teilweise auch konfrontativ das Gespräch zu suchen und eine Öffentlichkeit zu schaffen. Das hat die Umsetzung dessen, da hatten wir ein Stück weit auch politisch Glück, vielleicht ist es aber auch die politische Richtung, in die es geht, dass wir nach der Kommunalwahl 2019 eine linksgrüne Mehrheit hatten, eine Rot aus SPD, Tierschutzpartei, den Grünen, den Linken in der Greifswalder Bürgerschaft mit einer Stimme. Und die hat, was vorher nicht möglich war, einiges ermöglicht. Denn wir haben natürlich versucht, mit allen zu sprechen und alle abzuholen, außer der AfD natürlich, was uns aber bei der CDU oder der FDP überhaupt nicht gelungen ist. Da gab es gar keinen Gesprächsbedarf dererseits. Das heißt, dann irgendwann war aber der politische Mehrheitswille war vorhanden. Der hat es noch immer nicht einfach gemacht, um Gottes Willen. Und es ist auch noch immer nicht einfach, denn wir haben zwar eine Mehrheit in der Bürgerschaft, aber eine Verwaltung ist nochmal ein Stück weit was anderes. Aber dann Ende 2019 gab es diverse Beschlüsse in der Stadt. Und es kam zu Vergabekriterien. Die sind nicht perfekt. Das ist auch normal in einem Aushandlungsprozess. Da mussten alle Seiten federn lassen. Aber die sind ein sehr guter erster Schritt. Und die haben tatsächlich dann schon gleich Anfang 2020 dazu geführt, dass 200 Hektar, die zu vergeben waren, dann anhand dieser Kriterien vergeben wurden. Das ist auch noch nicht perfekt. Im Grünland haben wir jetzt mehr Ökolandwirtschaft, im Acker leider noch nicht. Da gibt es noch starken Nachholbedarf, aber der ganze Prozess ist eingeleitet worden. Das war das Wichtigste. Die öffentliche Wahrnehmung ist da. Und das Leuchtturmsignal, das Beispielsignal, dass eine Kommune sich etwas derartiges traut, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Ich muss leider da einmal ein bisschen jetzt rein dazukommen. Wir haben auch noch 1-2 Fragen im Chat und ich würde Sie bitten, vielleicht so einen abschließenden Satz noch. Ich bin auch am Ende. Das ist meine letzte Folie. Genau, dann gerne noch den Satz beenden und noch gerne 1-2 Fragen aus dem Chat. Ja, also ne, das ist meine letzte Folie. Also ich fordere Sie euch auf, werdet aktiv. Man kann es auf kommunaler Ebene, kann man sehr viel gestalten tatsächlich. Wie man es machen kann, haben wir in dieser Broschüre zusammengeschrieben und veröffentlicht. Die kann man sich runterladen hier auf diesem Link, den ich hier reingeschrieben habe. Ich kann das aber gleich auch nochmal den Link in den Chat posten. Da kann man sich die Broschüre gleich noch runterladen.